So klang es vor 50 Jahren bei der Premiere der europäischen Luxuszüge. Inzwischen sind sie alle Museumsstücke. Das Verkehrsmuseum Nürnberg widmet dem VTL5, der späteren Baureihe 601, eine Sonderausstellung. Sie soll erklären, wie das Konzept TEE entstand und weiterentwickelt wurde. Für Museumschef Jürgen Franzke ist das TEE-Konzept ein wichtiger Meilenstein in der Bahngeschichte. Wir haben auf jeden Fall mit einer kleinen, schönen Ausstellung zeigen wollen, dass das doch ein sehr bedeutendes Jubiläum ist bei der Deutschen Bahn. 50 Jahre TEE, das war damals ein Konzept, ganz Europa in den Schnellverkehr einzubinden. Man hat erkannt, dass es notwendig ist, dass man Züge hat, die schnelle und sehr komfortable Verbindungen zwischen den Metropolen in Europa fahren können. Denn die Konkurrenz des Autos und des Flugzeugs, die spürte man zu dieser Zeit bereits. Und aus diesem Grund ist dieses Konzept entstanden, Trans-Europ-Express. Das waren also nicht nur innerdeutsche Verbindungen, sondern wie der Name schon sagt, Verbindungen in die Schweiz, nach Frankreich, in die Niederlande, in die Benelux-Staaten und natürlich auch quer durch Deutschland. Und wenn wir uns in unserem Europa gegenseitig besuchen wollen? Überall bewachte Schlagbäume, die sich erst heben, um den Weg von Europa nach Europa freizugeben, wenn Papiere vorgezeigt, geprüft und abgestempelt sind. Erst die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im März 1957 bringt Abhilfe. Startschuss auch für den Trans-Europ-Express. Was steht da? Union Internationale de Chemin de Fer. Schauen wir mal hinein. Ah, auch eine große Sitzung. Vertreter vieler Nationen. Sehen Sie die Schilder? Verhandlungssprache Französisch. Eine Sitzung der europäischen Eisenbahner. Und was bereden Sie? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Nun ein Beispiel. Ein deutscher D-Zug fährt in Aachen ein. Was geschieht? Die deutsche Lokomotive muss abgekuppelt werden. Die belgische setzt sich gegen den Zug. Und nun, sehen Sie, nun passiert das, worüber vor Jahrzehnten einmal diskutiert worden ist. Die Kupplungen aller europäischen Wagen und Lokomotiven müssen aneinander passen. Eine Norm. Irgendwann einmal gemeinsam verabredet von den Vorgängern jener Männer in der Rue de Prony in Paris. Dann erst begann die eigentliche Konstruktionsarbeit. Ein ganz neuer Zug sollte entstehen. Die Zeichnungen türmen sich und allmählich bildet sich das Ganze. Der Trans-Europ-Express. Für eine Meisterleistung in Konstruktion und Design hält den VTL5 auch Alfred B. Gottwald, Historiker und Leiter der Eisenbahnabteilung im Deutschen Technikmuseum Berlin. Bei jedem Fahrzeug spricht ja zuerst der Konstrukteur. Und der macht den Gesamtaufbau des Fahrzeuges auf seinem Reißbrett. Hier haben wir aber das erste Mal, dass wirklich ein Formgestalter dafür sorgt, dass die Maschine auch interessant, attraktiv aussieht. Ein Gestalter wie Flesche, ein Architekt eigentlich, der dem technischen Objekt plötzlich eine werbewirksame Form gibt. Moderne Formen in den ersten Entwürfen. Und dann dieses Holzmodell in Originalgröße. Modern war auch der Baustoff Aluminium. Der Zug sollte leicht sein, man musste Aluminium nehmen. Aber das Aluminium hat auch ermöglicht, mit seinen Nietreihen so eine Optik, so eine Oberfläche anzubieten, wie sie das Flugzeug hatte. Also dauernd bei den TEE-Zügen wurde nach dem Flugzeug geschielt, denn man wollte ja auch die Kunden aus der Luftfahrt wieder auf die Schiene zurückholen. Der VTL5 ist als reiner Luxuszug konzipiert. Im Innenraum werden nur hochwertige Materialien verwendet. Zusätzlich erhält der Zug eine neuartige Schallisolierung. Die Wände sind holzverkleidet.
Ein zukünftiger TEE-Motorblock ist bei MTU in der Bearbeitung. Die ganze Antriebsanlage hat sich in der V200 schon bewährt. Und es sind schon schöne Brocken, die da die deutsche Industrie baut. 12 Zylinder V-Motor, 1100 PS und rund 70 Liter Hubvolumen. Mit dem zweiten Triebkopf stehen so insgesamt 2200 PS Antriebsleistung zur Verfügung. Die Dieselmotoren sind aufgeladen. Hier wird der Turbolader zusammengebaut. Die Kraftübertragung erfolgt hydraulisch. Eingebaut sind Getriebe der Firmen Voith oder Maybach. Es ist klar, dass auch dieses Getriebe, wie die Motoren auf dem Prüfstand, eingehend auf Herz und Niere geprüft werden. Und eines Tages ist dann der große Augenblick gekommen, auf den sich die Überlegungen und die Arbeit aller richteten. Der Zug fährt auf die Gleise hinaus. Planmäßig werden alle Züge fertiggestellt. Jeweils siebenteilig mit 122 Sitzplätzen und 46 Plätzen im Speiseabteil. Der gesamte Zug ist 130 Meter lang und hat eine Gesamtmasse von 230 Tonnen. Der Luxuszug wird zum Vorzeigeobjekt und zum Hingucker. Als ich das erste Mal auf dem Frankfurter Hauptbahnhof war, so mit 8 Jahren, da guckten alle nach diesen TEE-Triebwagen. Die waren damals nagelneu, da gab es Glasfenster an der Seite, da konnte man reinschauen. Das war so ein Ansatz der Bundesbahn, Technik populärer zu machen. Und das hat mich vom ersten Tag an fasziniert. Das blieb ja auch mindestens 10 Jahre lang das Flaggschiff der Bundesbahn. Und bis heute hat mich die Faszination dieses Designs und dieses Fahrzeugs nicht verlassen.